heute füllen wir die Tesla Minibar auf. Oh mein Gott! Die Minibar von Barbika ist einfach komplett leer. Warte, ich zeig das mal. Ich bin auch dabei. Er ist auch hier. Oh, Hopp, du hast auch endlich mal Pink an. Ich habe heute extra für euch Na, was endlich. Pinkes angezogen. Ja! Ach, geht. Wir hatten schon eine pinke Minibar, 4 Bros Minibar, Rate Minibar, Gönnergy Minibar. So viele Minibars hatten wir schon, das ist so verrückt. Kommentiert mal, was für eine Minibar-Idee ihr habt. Ich schaue mir die Kommentare an und vielleicht setze ich mir eins davon um. Übrigens, unser neuer Hashtag für alle Videos ist Hashtag Team Pink. Also haut das jetzt mal alle in die Kommentare. Jetzt, 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 jetzt. Ich muss jetzt die Minibar hier öffnen. Dafür gehen wir jetzt hier kurz zum Auto. Und drücken hier bei dem Tesla hier, könnt ihr das sehen? Hier steht öffnen. Tada! Seid jetzt aber nicht schockiert, okay? Ja, zeig mal. Die ist wirklich komplett leer! Was ist das? Da ist nichts. Hier ist nur Papier! Hier ist nur noch Müll. Oh mein Gott. Das geht auf jeden Fall gar nicht. Wie ist das denn passiert? Keine Ahnung. Wir müssen jetzt auf jeden Fall für die Minibar einkaufen. Das ist richtig. Zum Glück ist hier auch genau ein Einkaufszentrum. Yes! Achso, Barış, wolltest du nicht noch etwas zu meiner Community sagen? Danke, Leute, dass wir so schnell wachsen. Dieser Kanal ist einfach schon so riesig geworden. Oha! Falls du es noch nicht abonniert hast, dann lass mal ein Abo da. Auf jeden Fall. Yes. Woo, Team Pink. Unser Baby-Fendi ist natürlich auch heute am Start. Wo ist sie? In ihrem Hundesitz. Hier sogar Licht. Schau mal. Hier raufdrücken. Jetzt leuchtet Wow, Fendi. Sie leuchtet so orange. Wow. Weil wir jetzt in ein Lebensmittelgeschäft gehen, nehmen wir Fendi nicht mit. Sie bleibt im Auto, aber Leute, wir haben was richtig Krasses für Fendi. Damit sich Fendi im Auto natürlich auch wohlfühlt, aktivieren wir den Hundemodus. Da gehen wir hier rauf, auf Hund. Dann bleibt die Temperatur angenehm für Fendi. Und wir können sie sogar über diese Kamera hier, über die App beobachten, dass sie auch keine Faxen macht. So sieht das Ganze aus. Da steht, keine Sorge, mein Fahrer ist zurück und ich habe gute Temperatur im Auto. Tschüss Fendi, wir kommen gleich. Leute, bleibt jetzt dran. Wir machen einen richtig verrückten Minibar-Einkauf. Lass mal 1 Euro reinstecken. Los, wir Aber warte Euro. Mal, ich sehe gerade, schau mal, der ist nicht mal angeschlossen. Hä? Jackpot. Der funktioniert einfach ohne Euro. For free. Sogar noch diese Kamera mitgenommen. Setz die mal sofort auf, wie cool. Ich klemme die hier ran. Wie krass. Und dann könnt ihr immer sehen, was wir in den Einkaufswagen tun. Genau, mit diesem Handscanner können wir natürlich immer beobachten, wie viel Geld wir ausgegeben haben. Let's go. Leute, hier ist die Snack Area. Wir brauchen genau. auf jeden Fall viele Snacks. Ja, also hier fangen wir, glaube ich, an mit Schokolade. Okay. Wow. So, hier ist auch die Cam an. Das heißt, ihr werdet gleich auch mitten eingeblendet sehen, was wir alles einkaufen. Was würdest du sagen? Mit was fangen wir an? 20 Euro ist wirklich viel. Okay. Da bekommen wir schon einiges. Okay. Leute, kommentiert mal, was ist eure Lieblingsschokolade oder Süßigkeit? Nicht, dass ich etwas vergesse. Kommentiert's mal. Jawohl, kommentiert und wir schauen mal, was eure Lieblingsschokolade ist. In meine Minibar kommt Happy Hippo. So, die nächste Sache entscheidest du mal, warte. Ja, ich schau gerade, was esse ich denn eigentlich so gerne im Auto? Wollen wir es mal probieren? Können wir machen. Okay, dann kaufen wir einmal Knoppers. Okay. Als nächstes kommt Knoppers Black and White. So, wo scanne ich das? Ja. Was natürlich nicht fehlen darf, sind Chips. Oh mein Gott, ich liebe Chips. Leute, schaut mal hinter mir. Hallo, so viel Auswahl. Also meine Favorites sind so Tortilla-Chips. Ich glaube, Doritos sind schwarz. Was sagst du? Die sind richtig lecker. Oder? Doritos würde ich nehmen. Yes. Als nächstes Doritos sind schwarz. So, wir schauen jetzt mal, was der Zwischenstand ist. Das haben wir jetzt alles geholt und wir haben schon 6,03 Euro im Warenkorb. Okay. 14 Euro können wir noch einkaufen. Heißen nochmal diese richtig scharfen Chips, die voll lecker sind? Meinst du diese Feuerdrachen? Feuerdrachen. Stimmt, diese haben wir auch schon. Wo sind die? Ich muss die finden. Hier. Feuerdrachen? Und spicy. Okay, Feuerdrachen. Das kommt auf jeden Fall mit. Die kommen mit. In meine Minibar kommen natürlich noch Feuerdrachen. Yummy! Auf jeden Fall brauchen wir noch ein paar kleine Snacks. Es ist noch nicht ganz voll hier. Ja, und ich würde sogar sagen, wir gehen hier zu diesen Schnäppchen. Auf jeden Fall. Krass. Flips kommen mit, ne? Okay, das Leute. Unsere Minibar kommen Flips. Schaut mal mit, wie viele Sachen wir aufnehmen hier. Eins ist für Short und eins ist fürs Video. Hier gibt es einfach so viele günstige Produkte. Los, Badisch. Ich würde sagen, Pizzaringe auch noch. Pizzaringe habe ich zwar noch nicht probiert, aber wir probieren es jetzt mal aus. Pizzaringe hatte ich schon mal gekauft für meine Minibar. Aber ich habe sie nicht gegessen. Ich schon. Schmecken sie? Ja. Ja? Dann kommen sie mit. Als nächstes Pizzaringe. Einmal scannen. Zack.
und rein damit. Sieht doch schon mal richtig voll aus. Ja, oder? Und schau mal, wir haben erst 9,40 Euro ausgegeben. Jawohl. Ey, wir dürfen die Getränke aber nicht vergessen. Die kosten immer so viel mit Pfand. Ja, ich würde jetzt noch eine Sache nehmen an Snacks und dann direkt zu den Getränken gehen. Okay, würde ich auch sagen. Dann nehmen wir noch diese Käsebällchen mit. Yummy! Die sind zwar nicht so gesund, aber egal. Heute kommen sie mit. In die Minibar kommen Käsebällchen. Einmal scannen und rein damit. Ah, du bist ja schon hier bei der Getränkeabteilung. Okay Leute, wir brauchen jetzt Getränke und solche großen Sachen sind sehr unpraktisch. Weil unpraktisch, ja. Musst du trinken und weg damit. Noch viel zu deswegen groß. Deswegen brauchen wir kleinere Verpackungen. Okay. Das ist auch schon zu groß, das finde ich. Das ist zu groß. Ah, ich weiß, wo die sind. Die sind da hinten. Stimmt. Guck mal, die haben sogar gar kein Pfand. Stimmt, die haben kein Pfand, oder? Ja. Also die kannst du trinken und dann weg damit. Genau. Sehr gut und das sparen wir jetzt noch ein bisschen Geld. Zitrone, Pfirsich. Was gibt's noch denn so? Multi. Multi-safe. Cola. Hat einer von euch schon mal Durstlöscher Cola getrunken? Kommentiert mal, was eure Lieblingsdurstlöscher-Sorte ist. Also Cola ist definitiv nicht mein Favorite. 4-mal Pfirsich nehmen wir schon mal. Gut. Eistee Pfirsich. Und das scannen wir jetzt 4-mal. Na, willst du nicht? 1, 2 und 3, 4. Warte, ich möchte mal so in die Minibar kommt. Naja, ihr müsst ja auch alles laut und deutlich verstehen, oder? Das nehmen wir hier. Multivitamin. 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 Ey Leute, Capri-Sonne hat keinen Preis. Warte, ich glaube, das ist umsonst. Heute ist da kostet es, glaube ich, nichts. Dann, ja, dann nehmen wir uns die mit, oder? Wir haben hier einen Scanner. Wir können ja prüfen, was es kostet. Ja, was? Also, wo ist der Scanner? Hier. Hier. 4,29 Euro. Okay, ich will doch nicht. Okay, wir gehen jetzt mal doch. Wird das Powerade oder Powerade ausgesprochen? Ich weiß gar nicht. Powerade. Ja, das sieht doch gut aus. Das blau? Blau. Oder rot? Blau. Blau? Bubble Tea. Aber mit Pfand, aber hier, schau mal, hier gibt es sogar Strohhalme. Hey, das ist richtig krass. Sollen wir das mal austesten? Safe. Aber 5 Euro, nee. Das ist zu teuer. Also für die Minibar nicht, aber ey, das muss ich als Short mal drehen. Und noch eins. Wie viel Euro? 17,61 Euro. So viele Sorten? So viele Sorten, boah, ich weiß gar nicht. Oder ich klassisch. Weiß. Klassisch, klassisch. Ja? Auf jeden Fall. So, warte, ich hol das jetzt. Ich meine, wir haben nur noch 17,61 Euro. Ich glaube, für einen Red Bull sollte es noch passen. Ja. Rein. So. Und? Wie viel haben wir noch? 19,50 Euro. Dann nehmen wir noch einen Kinderriegel. Und dann sollten wir bei 19,99 liegen, wenn wir richtig gerechnet haben. Das ist jetzt das allerletzte, was noch reinkommt. Ein Kinderriegel. So, scannen wir das. Und bei wie viel Euro sind wir? 19,99! Ein Cent bleibt übrig. Oh ja! Also, let's go zur Kasse. Ab zur Kasse. Genau. Ach, jetzt. So, 19,99. Ihr könnt jetzt nochmal sehen, auf den Punkt genau. Handy wartet schon. In ihrem süßen Hundemodus. Wo ist schau sie? Mal. Sie steht ja, schon. Schau mal. Hi! Pupu! Handy, dafür bekommt ihr sogar ein Leckerli, Pupu Lidl. Wohin rennst du? Dudel! Leute, sie ist so süß! So frech! Was machst du denn? So frech dir! Was machst du denn? Oha, sie legt direkt los! Minibar, öffne dich! So, hat funktioniert! Das war's vom Video. Liken, teilen und abonnieren nicht vergessen! Tschüssi! Ciao.